So, diesmal habe ich hier von Typhoon, designed in Germany, ein Gaming-Combo-Set. Maus und Mauspad hat das Ding auch eben. Es heißt TI019. Ich kann mir nicht, also für den Preis, was ich bezahlt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch nur im geringsten irgendeine Art von Wertigkeit hat. Weil es war wirklich, ja, hier haben wir eine Beschreibung. Die Beschreibung ist nicht so wirklich interessant. Ja, auf jeden Fall, ich habe 6 Euro bezahlt oder so. Für 6 Euro erwarte ich mal gar nichts. Hier so ein Mini-Mauspad, also Standardgröße, nichts Besonderes. Aber ist okay. Und jetzt haben wir hier diese wertige, richtig abgefahrene Gaming-Maus, mit der man richtig was vom Zaun reißen kann. Komm her. So, hier ist sie. Aber ich muss sagen, sie fühlt sich jetzt nicht, naja gut, sie fühlt sich doch wie jede andere China-Maus an. Ich weiß gar nicht, ob sie beleuchtet ist. Das werden wir doch gleich mal schauen. Okay, Baby. Gib ihr ein bisschen. Also fühlt, auf jeden Fall fühlt sie sich. Oh ja, sie ist beleuchtet. So, machen wir mal Licht aus. Hier haben wir auf jeden Fall diese wundervolle TI019 Gaming Maus, wo sich das Kabel wesentlich schwerer anfühlt wie der Stecker, wie die Maus selber. Ja, also das Kabel ist schon wertig, die Maus. Naja, so ein bisschen zum Zocken wird die auf jeden Fall ausreichen. Ich werde die natürlich mal ausprobieren. Aber ich. DPI-Verstellung in der Mitte. Hier haben wir eine Maustaste, hier haben wir eine Maustaste, hier, hier, hier. Ja, das war es auch schon. Auf jeden Fall fühlt sie sich echt nicht sonderlich wertig an. Ich benutze überwiegend Rocket Cone. Aber ja, für einen Fünfer kann man das mal mitnehmen. Kann es auch mal austesten. Für einen Laptop reicht es allemal, um das daran anzuschließen. Es fühlt sich einfach nur mega billig an. Also nicht so billig wie diese ganzen China-Mäuse, die man für 4, 5 Euro bekommt. Aber schon billig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir einen Kommentar da. Bis denne. Ciao. -i.